In verschiedensten Gemeinden wie Trissen oder Gampris sind Vollkandidaten für Gemeinderatswahlen 2015 bereits nominiert worden. Der aktuelle Stand ist der, dass wir derzeit laufend Nominationsversammlungen haben. Und diese Woche stehen wieder drei Nominationsversammlungen an. Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden. Wir haben praktisch überall Kandidaten gefunden, so viel wie wir auf der Liste haben möchten. Ausser Zruggell, dort haben wir am Sonntag am letzten nominiert und dort haben wir noch zwei Plätze offen, wo wir noch weiter suchen. Am Donnerstag ist der Dokumentarfilm 1818, die Liechtenstein-Sage, der Öffentlichkeit präsentiert worden. Tickets gibt's noch. Tickets kann man verkaufen im Vorverkauf ausschließlich. Und dort haben wir auch eine kleine Problematik in der Vergangenheit gehabt. Sprich, man kann keine Tickets telefonisch bestellen. Weil, wenn wir Telefon und Internet verkaufen, dann haben wir mit der Logistik der Tickets ein grosses Problem und laufen Gefahr, dass wir Tickets zweimal verkaufen oder ausverkauft sind und noch mehr Tickets verkaufen. Aus dem Grund haben wir uns entscheiden müssen, entweder oder. Und wir haben uns ganz klar müssen für das Internet entscheiden. Also das heisst, Tickets gibt es nur im Vorverkauf übers Internet, wo man sie reservieren kann. Und wir hoffen natürlich auch auf das Verständnis der Leute. Schön verzierte Stände und ein Haufen Besucher. Das ist der Wochenmarkt schon. Seit dem Dienstag ist für heute leider Schluss. Die Saison war sehr gut heuer, wobei der Wettergott hat nicht so mitgespielt. Aber das habe ich das Gefühl, dass heuer hat keine Rolle gespielt, weil die Leute wissen es ja und sie können dann trotzdem. Dann zieht man halt eine Jacke mehr an und sitzt trotzdem her und kauft ein und nimmt den wöchentlichen Dienstagskaffee auf dem Markt.